Was geht ab, liebe Leute? Eigentlich wollte ich hier ein komplett anderes Video heute aufnehmen, beziehungsweise das Video sollte komplett anders anfangen. Aber irgendwie hat mir das alles nicht gefallen und es ist auch irgendwie nichts geworden, so wie ich mir das so richtig vorgestellt habe oder wie ich es gerne wollte. Deswegen dachte ich mir, gut, setze ich mich hier wieder in mein Studio und film einfach wieder ein normales Video, so wo ich vor der Kamera halt sitze und spreche mit euch. Ja, ich habe das trotzdem mal zusammengeschnitten, was ich da so aufgenommen habe bis jetzt und das zeige ich euch jetzt. Was geht ab, liebe Leute? Ich bin hier heute mit Jasmin am Stall und wir sollen für Rider Steel ein Produktfoto von der Hose machen. Beziehungsweise das ist unser Auftrag heute. Wir wollen für Rider Steel ein schönes Foto von einer schönen Hose, die Jasmin jetzt zugeschickt bekommen hat, ablichten. Ich bin jetzt gerade am gucken, wo wir das am besten machen und ja, suche schon mal so ein bisschen eine Location, wo man sie vielleicht hinsetzen oder wie auch immer was kann. Ich weiß noch nicht so ganz, was genau wir machen wollen. Und das Wetter ist heute komplett bewölkt, was ich für Produktfotos recht cool finde, da man durch die Wolken eine richtig schöne gleichmäßige Ausleuchtung des Objektes hat quasi und nicht wie wenn man zum Beispiel bei Sonne fotografiert immer so einen harten Schatten hat. Das finde ich also bei so einem Shooting von Produkten für Firmen und so weiter eigentlich relativ angenehm und ja, jetzt gucken wir mal, was draus wird. So, ich werde jetzt auf jeden Fall einmal die Kamera umrüsten, das 70 bis 200 auf die Kamera aufschneiden und schon mal ein paar Probeschüsse machen wegen dem Licht, um einzustellen, wie die Kamera so funktioniert quasi oder wie das Licht dann mit der Kamera und so weiter, um die ganzen Einstellungen schon mal zu gucken, dass wir dann gleich, wenn Jasmin fertig ist mit dem Pferd, anfangen können zu fotografieren, denn es wird glaube ich auch schon wieder in einer halben, dreiviertel Stunde dunkel. Das ist halt der Nachteil so im Winter. Der Vorteil daran ist, finde ich immer, dass man halt um 15.30 Uhr schon perfektes Licht hat, um richtig schöne Gegenlichtbilder zu machen. Möchtest du auch noch was sagen? Okay, let's go. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, das war nichts Besonderes. Also wie gesagt, mir hat es nicht so gut gefallen. Naja, ich habe es geschnitten, ich habe es aufgenommen. Warum sollte ich es euch dann vorenthalten? Dachte ich mir, also gab es jetzt einmal das Video. Das eigentliche Thema, worum es heute überhaupt gehen soll, ist Lightroom. Und zwar Lightroom in der Version Mobile App, also dass man es quasi auf dem Handy hat. Und somit hat es eigentlich jeder dauerhaft zur Verfügung, was ich mega geil finde, weil man kann immer unterwegs sein und man kann immer seine Bilder bearbeiten. Wenn man dann noch die komplette Creative Cloud von Adobe nutzt, werden sogar die Videos oder die Fotos, meine ich, direkt hochgeladen in eine Cloud halt. Da hat man dann 100 GB frei. Somit hat man dann die Bilder, die man auf dem Handy bearbeitet hat, bereits auch auf dem Rechner, kann dann direkt auf der Lightroom Version am Rechner weiter mit den Bildern bearbeiten und dann zum Beispiel in Photoshop öffnen. Also das ist schon mal eine mega geile Sache bei Lightroom, wenn man diese komplette Adobe Cloud hat. Aber zu den Preisen kommen wir später, glaube ich, lieber nochmal. Denn ich möchte euch erstmal zeigen, wie man damit und was man damit so bearbeiten kann. Und dafür würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal die App. So, hier seht ihr ein Bild von Jasmin und Delani, was ich letztens geschossen habe. Also letztens heißt für euch in vor 3-4 Monaten. Und das werden wir jetzt ein bisschen gemeinsam bearbeiten. Und der erste Step, den ich immer mache, ist, ich gehe auf Lichter und passe die Belichtung ein bisschen an. Das Bild ist schon sehr gut belichtet, da habe ich einen guten Job gemacht, ohne mich jetzt hier selber loben zu wollen. Daher muss man bei der Belichtung an sich nicht viel anpassen. Ich habe es jetzt nur um eine Nuance heller gemacht. Was ich jetzt allerdings mache, ist, ich erhöhe immer den Kontrast so auf 15. Da es eine RAW-Datei ist, die ich hier bearbeite, wo der Kontrast immer relativ arm ist. Dann gehe ich auf die Lichter, die ziehe ich in dem Fall ein bisschen runter auf so circa minus 10, genauso wie die Weißwerte. Ziehe ich auch ein bisschen runter. Und die Tiefe erhöhe ich ein bisschen auf 10 plus. Was ich jetzt noch mache, ist der Schwarzwert ein bisschen runterziehen auf minus 20 ungefähr, da man dadurch auch nochmal ein kräftigeres Bild bekommt. Dann gehe ich hier oben auf die Kurven und hier setze ich eine kleine S-Kurve ein. So. Ist jetzt keine schöne S-Kurve, aber so ein bisschen geht es in die richtige Richtung. So eine leichte S-Kurve. Da haben wir es auch schon. Drücke fertig und somit ist das Ganze dann fertig. Und somit sind wir beim Thema Belichtung schon durch oder beim Thema Lichter. Jetzt geht es weiter mit dem Weißabgleich. Den erhöhe ich jetzt hier ein bisschen auf 6400 Kelvin. Das gefällt mir ganz gut. Die Teiltönung oder die Tönung an sich nehme ich hier erstmal raus. Ihr seht schon, was passiert, wenn ich das mache. Und da ich mit einer Sony-Kamera arbeite,
ist die Tönung immer ein bisschen ins Lilane gezogen, weil die Sony-Kameras so eine Farben halt nutzen. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so das Problem mit der Sony-Kamera. Was ich jetzt noch mache, ist, ich ziehe die Dynamik ein bisschen hoch auf 5 und die Sättigung nehme ich ein bisschen raus auf minus 10 ungefähr. Und somit seid ihr hier schon fertig in der Hybrid-Weißabgleich. Was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe hier oben auf den Mixer und fasse die grüne und die gelbe Farbe einzeln an. Und zwar einmal die grüne Farbe nehme ich relativ stark raus, da ich so einen leichten herbstlichen Look haben möchte. Und verschiebe jetzt die grüne Farbe, die noch vorhanden ist, ins Orangene bzw. ins herbstliche oder in so einen herbstlichen Farbton. Jetzt gehe ich noch auf Gelb, wo ich dasselbe mache. Ich ziehe nochmal die gelbe Farbe ein bisschen mehr aus dem Bild raus. Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr die Hauttöne nicht verändert. Und auch die gelbe Farbe, die jetzt noch im Bild vorhanden ist, verschiebe ich nochmal ein bisschen mehr so ins Orangene. So gefällt mir schon relativ gut. Was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr das Bild so weit schon bearbeitet habt, ihr könnt jetzt einfach lange in das Bild gedrückt halten, wodurch ihr ein Vorher-Nachher-Bild seht. Und wie ihr seht, hat sich da schon einiges getan. Was ist jetzt passiert? Es geht weiter mit den Effekten und da könnt ihr die Struktur ein bisschen erhöhen meistens. Genauso wie, zack, auf 10 will ich. Das ist mit den Fingern immer nicht ganz so leicht. Zack, 10. Und dann auf die Klarheit. Ihr könnt auch nochmal ein bisschen erhöhen. Und dann kommen wir zu einem weiteren sehr mächtigen Tool, und zwar den Dunstentferner. Ich übertreibe es jetzt mal, damit ihr seht, was passiert. Ihr fügt unwahrscheinlich viel Kontrast hinzu. Hier gehe ich jetzt mal auf einen Wert von 15, um einfach das Bild sehr kontrastreich zu machen. Und dann seid ihr auch schon bei den Effekten durch. Hier könnt ihr noch ein bisschen rumspielen, wenn ihr wollt. Hier unten zum Beispiel so eine leichte Körnung hinzufügen. Dadurch wird das Bild halt ein bisschen körniger. Mir persönlich gefällt das nicht so, aber wer so einen leichten Vintage-Look irgendwie erzielen will, der kann das mit der Körnung machen. So, weiter geht's und zwar mit Details. Da ist die Schärfe bereits angepasst, der Radius und die Detailform auch. Was ich hier noch mache, ist die Rauschreduzierung ein bisschen aktivieren und zwar so auf 15. Dadurch geht das Rauschen, was ihr zum Beispiel durch einen zu hohen ISO-Wert erzielt habt, wieder ein bisschen verloren und das Bild wirkt im Großen und Ganzen ein bisschen weicher, was schon mal eine coole Sache ist. Dann gehe ich eigentlich zu guter Letzt noch hier auf die Optik, genau, um chromatische Aberration und Objektivkorrektur zu aktivieren, wodurch das Bild nochmal, wie ihr jetzt seht, hier im Hintergrund verändert wird bzw. verbessert wird. Ihr seht hier auch, dass Adobe sofort meine Sony 70-200 Objektiv und Kamera erkannt hat, was natürlich eine sehr gute Sache ist. So. Und jetzt habt ihr eigentlich schon mal soweit ein fertiges Bild, was ihr ausdrucken könnt oder irgendwo hochladen könnt. Was ich jetzt allerdings noch mache, ist, ich passe den Bildausschnitt an. Und zwar geht der ins 4:5 Format, da das Bild für Instagram gedacht ist. Und ich schiebe das Ganze noch ein bisschen zusammen. So. Da es so wunderbar bei Instagram hochgeladen werden kann. Und jetzt gehe ich hier noch auf Selektiv, öffne hier oben das Plus und ziehe noch eine große Vignette um das ganze Bild. Dafür mache ich mir das ganze Bild ein bisschen kleiner, da ich die Ecken ein bisschen dunkler haben wollte. Und was ihr jetzt drücken müsst, ist einfach den blauen Punkt lange gedrückt halten, die Vignette umkehren, noch ein bisschen größer und der rote Bereich, der jetzt hier angezeigt wird, der wird dann verändert. Jetzt gehe ich auf Lichter und ziehe das hier ein bisschen runter, bis es mir gefällt. So sieht das ganz gut aus. Und drücke hier auf Fertig. Und schon seht ihr, hat das Bild einen ganz anderen Look. Jetzt nehme ich noch eine Vignette, setze die nochmal hier ins Bild und zwar hier oben, weil hier möchte ich so einen leichten Schein haben, der quasi eine Sonne ersetzt. Und hier ziehe ich die Belichtung jetzt ein bisschen hoch. Ihr seht schon, was passiert. Und gehe hier nochmal auf den Weißabgleich und ziehe hier das Ganze ein bisschen ins Warme. Und so habt ihr hier jetzt so einen leichten weißen, gelben Schein, der quasi aussieht wie eine Sonne. Und wenn ihr euch das Bild jetzt anguckt, vom Vorher zu Nachher, sieht das schon eine ganze Menge anders aus. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur hier oben auf die drei Punkte gehen oder bei euch ist vielleicht ein anderes Symbol. Und, ne Quatsch, auf die drei Punkte und dann auf Gerät speichern. Und dann wird das Foto in der Qualität, wie ihr es hinzugefügt habt, exportiert. Das war es eigentlich schon. Also wie ihr gesehen habt, ist mit Lightroom die Bildbearbeitung super easy und super schnell zu machen. Und genau das ist der Punkt, warum ich Lightroom gerade in der Mobile App
für euch für ein geniales Tool halte, um Bilder einfach noch ein bisschen cooler zu machen und die Bilder, die ihr auf dem Handy habt, noch ein bisschen zu verfeinern. Der nächste Punkt, der so cool an Lightroom ist, also der Mobile App, ist einfach, dass sie komplett kostenlos ist. Ihr könnt sie euch im App Store oder im Google Play Store einfach kostenlos runterladen und dann damit so viel ausprobieren, wie ihr wollt. Was ihr dann aber nicht habt, sind diese selektiven Funktionen, zum Beispiel eine Vignette zu ziehen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Die müsst ihr euch, glaube ich, für 4,99 € im Monat dazu buchen. Was aber immer noch kleines Geld ist, wenn man das vergleicht, was man dafür so macht, bekommt und damit dann machen kann. So muss man das sagen. Also von daher ist es schon eine coole App eigentlich, um eure Bilder danach mit zu bearbeiten. Und das Gute ist einfach, ihr könnt damit auch eure RAW-Dateien bearbeiten. Das heißt, wenn ihr eine Möglichkeit habt, direkt von der SD-Karte von der Kamera die Bilder ins Handy zu exportieren, könnt ihr die RAW-Dateien auswählen und mit Lightroom direkt bearbeiten, was euch einfach nochmal mehr Flexibilität gibt bei den ganzen Details und beim Kontrast und so weiter, da so eine RAW-Datei über mehr Dateien verfügt als eine JPEG-Datei. Von daher halte ich die Mobile-App von Lightroom als mega nützliches Tool für alle angehenden Fotografen oder auch einfach nur Leute, die gerne mal ein Insta-Foto bearbeiten wollen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und wenn man das dann in Kombination mit der kompletten Adobe Cloud halt hat, ist es noch cooler, weil das Foto, was ich jetzt hier gerade bearbeitet habe, wird aktuell hochgeladen in die Cloud und ich kann es mir dann gleich an meinem PC einfach nochmal wieder angucken, runterladen und dann zum Beispiel noch mit Photoshop weiter bearbeiten oder wie ich es jetzt dann machen werde, in dieses Video mit einfügen, damit ihr das nochmal seht. Also von daher ist Adobe richtig geil, um damit unterwegs mal schnell die Bilder zu bearbeiten. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, und damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, gerade zum Thema Pferdefotografie. Und jetzt würde ich sagen, Peace, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! Das war was. Ein Satz mit X, das war wohl dreimal nix. Aber das Bild sieht gut aus. Und ansonsten würde ich sagen,